Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Desperados. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe gerade schockiert festgestellt, meine letzte Aufnahme ist vom 26.03. Heute ist der 20.05. Es hat 32 Grad draußen. Hammer. Wir haben den Hinterhalt am Schlangenpass immer noch vor uns. Sehr, sehr, sehr viele Gegner, ja, die da weg müssen, wie ihr seht. Also wir müssen alle Gegner ausschalten. Das ist tatsächlich das Missionsziel. Schalten Sie alle Gegner aus. Deswegen, genau, das werden wir jetzt auch tun. Ihn hier nehmen wir uns gleich als erstes vor. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freue mich, mit euch wieder zusammen dieses Spiel zu entdecken. Gehen wir es an. Weiter geht's. Beeilung. Okay. Ganz neues Spiel, neues Glück. Das ist natürlich ärgerlich, dass es gleich wieder so losgeht. Aber die, ja, der. Vorwärts. Der ist gestolpert. Ich brauche mein Messer wieder, und zwar dringend. Und los. Man gewöhnt sich an den Anblick von und Toten, los. Mein Freund. Auf geht's. So, hier kann ich hochklettern, ne? Mit Cooper, rein theoretisch, genau. Angekommen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass das hier so ein 2D-Gelände ist. Dadurch wird es natürlich doppelt so schwer. So, er pennt. Ich könnte mich mit Cooper natürlich rein theoretisch hier verstecken und warten, bis der sieht wahrscheinlich diesen Bereich jetzt nicht, wenn der hier runterkommt, oder? Lass mal kurz gucken. Nee, genau, das ist im Schatten hier. Na gut, jetzt machen wir es erstmal so. Wollen wir spielen? Wir, genau, erstmal speichern, ganz wichtig. Ich würde sagen, den nächsten holen wir uns mit Kate. Genau, der sieht hier nicht lang. Er ist, glaube ich, der Einzige, der hier mal so ein bisschen lang geht, ne? Oder schaut er dauerhaft darunter? Ne, der läuft hier auch mal so lang. Aber nicht so, dass er da runter gucken kann. Ach, so kurz den Seil. Ah, doch, so ein bisschen. Aber wirklich ganz schlecht sieht er da runter. Okay. Dann würde ich nämlich sagen. Fett, Wurzel. Ah ne, der kommt sogar auch mal da lang. Ja, egal. Die Tour ist lang genug, dass ich mit Kate da leichtes Spiel ein bisschen bezürzen kann, würde ich sagen. Komm, Süßer. Dem Sieger den Jackpot. Die Zeit drängt. Leichtes Spiel. Okay. Ist hier in so einer verlassenen Schlucht dann einfach mal so eine Frau auftaucht und dich zu bezirzen beginnt. Okay, dann versuchen wir den anderen zu locken, wenn er keinen Bock hat. Er sieht sowieso nichts.
Sie bezirzt noch? Okay, sehr gut. So, schau mich an, Süßer. Caramba, Signorina. Na dann mal los. Rien ne va plus. Gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Gehen wir's an. Muss ich doch vielleicht mit Dings das Ganze machen. Cooper. Angekommen. Dann wollen wir mal. Alles klar. Alles klar. Du hattest deine Chance. Mach Erde da! Caramba, er bewegt sich nicht. Kleinigkeit. Okay, das ist ein bisschen blöd. Dass der das gehört hat, aber gut, war, der hat auch geschrien wie am Spieß. Es hat die Frage, ob ich mich vielleicht nicht ein bisschen klassischer durchballer. Das ist zwar immer doof, ich weiß, weil das Spiel ist eigentlich nicht so gedacht, dass man sich durchballert, aber... Wo kommst du jetzt hier ganz runter? Neues Spiel, neues Glück. Wo läufst du jetzt hin? Jackpot. Wollen wir spielen? Ah, nee, vielleicht keine so gute Idee. Genug getrödelt. Fett vos jeux. Okay. Angekommen. Er guckt ja nicht in die Richtung, ne? Nee, er ist der Einzige hier, der so ein bisschen da, sag ich mal, schaut. Genau, der kommt jetzt wieder hier rum. Vorwärts. Auf geht's. Oh, scheiße. Das ist jetzt aber blöd. Dann wollen wir mal. Das ist jetzt aber richtig doof. Okay. Wollen wir spielen? Ich komme hier gar nicht hoch. Na dann mal los. Weiter geht's. Ups. Wollen wir spielen? Hm? Immer diese Warterei.
zur Sache jetzt. Wollen wir spielen? So, vielleicht lässt sich der junge Herr den jetzt... Sieger, hallo? Den Jackpot. Wer da? Dass die so, Wollen wir spielen? Dass die gleich so penetrant sind hier. Ich finde super, dass den Toten da, das juckt keinen mehr, ne? Also, das ist, Caramba, Signorina. Mhm. Komm doch mal her, Süßer. Na dann mal los. Was? Wo steckt dieser Unruhig? Zur Sache jetzt. Was ist mit dem jetzt los? Der hat es jetzt gehört. Dann wollen wir mal. Wollen wir spielen? Okay. So, er guckt nur bis hier. Er hat einen sehr langsamen... Gehen wir's an. Einen sehr langsamen Sichtbereich, sag ich mal. Hallo? Ah, jetzt. Und los. Achso, ja, ich kann ihn ja nicht erschlagen, ne? Ich kann ihn aber nochmal bewusstlos hauen. Also nochmal ein bisschen mehr Sterne verpassen, so. Alles klar. Beziehungsweise ich könnte ihn ja rein theoretisch auch totprügeln, aber... Angekommen. Wollen wir spielen? So, wo könnte ich doch in seinem Sichtfeld hier so eine... So, jetzt komm mal her, hol dir die Karte. Also ganz ehrlich, dass ich hier nicht einfach hochgehen kann. Das ist schon ein bisschen... Ja, ja. Herz Dame gewinnt. Dauert nur eine Sekunde. Oh Mann. Ja gut, da muss ich halt mit Doc her. Wie viele Fiolen habe ich? Ja, 3 Stück, komm. Der sieht den aber, ne? Ah ne, der sieht den gar nicht. Schlechter Tag zum Sterben. Dann muss halt die Fiole her. Das wird böse enden. Wir sehen uns in der Hölle. Ach, perfekt. Zur Sache jetzt. Immer diese Warterei. Okay, dass der andere zusammengebrochen ist, war jetzt nicht so gut. Hm? Gehen wir's an. Wollen wir spielen? Ich wittere Ärger. Könnte eng werden. Ich rieche den Tod. So, probieren wir es nochmal. Ich hab so eine Ahnung. Wir sehen uns in der Hölle. Ja, das ist zu uncool gewesen. Natürlich blöd, wenn ich hier gleich 2 Fiolen verbrauche. Wir sehen uns in der Hölle.
Aber egal. Zur Sache jetzt. Besser so, als entdeckt zu werden. Das belohne ich mal ganz kurz mit einem richtigen Save. Alles klar. Genau, ich brauche jetzt hier erstmal mein Messer wieder und alles, ne? Und los. Der nächste bitte. Noch jemand ohne? Also diesen fetten Mexikaner da rumtragen, ey. Und los. Die Frage ist jetzt nur so storytechnisch her, wenn das nicht Sanchez' Leute sind, weil ich meine, die würden ihn ja auch töten. Hat da Sanchez in der Cutscene gesagt, die für mich ja schon 2 Monate her ist, für euch. Na, mal sehen. Fast, ja, weil schon ein paar Wochen auch kein Part kam. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Sehen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. So, ja gut, den würde ich zuerst wegpacken. Kleinigkeit. Ich würde dann auch mal neues Spiel? Sowas, bevor neues ich dazu mit Cooper wieder runterlaufe. Da. Ja, ja. Geht nichts über ein bisschen in die Eier treten. Die Zeit drängt. Gehen wir's an. Ah, so. Das war einfach. Kurz safen. Vielleicht und los. Perfekt. Auf geht's. Na, mal sehen. Leiser wäre es nicht gegangen, oder? Dann wollen wir mal. So, wie sieht's denn aus? Okay. Ich finde, wir haben schon ganz gut entsorgt hier. Okay. Das hier ist halt so eine Ansammlung hier und da, wo immer welche patrouillieren, die, glaube ich, gehen relativ einfach weg. Der hat sich gerade mega schnell bewegt hier. Die so vereinzelt halt jetzt so weit auseinanderstehen, das ist halt schon ein bisschen entspannter. Auf geht's. Die Schlucht ist breit genug, dass die nicht sehen, dass ich hier drüben jemanden umgebracht habe. Oder ihr Blickfeld ist halt einfach nicht ausreichend. Und in Wirklichkeit sind alle kurzsichtig. So, der guckt in die Richtung. Das heißt, da muss ich gucken, dass ich mit Kate vielleicht was machen kann. Vorwärts. Den räume ich da unten mal weg, falls da mal jemand den Canyon lang kommen sollte. Na, mal sehen. Mal da oben Leichenhaufen. Jetzt schauen wir mal, wie der hier schaut, was der für ein Blickfeld hat. Huiuiui, der hat aber ein sehr nervöses Blickfeld. Sehr nervös. Okay. Und er sieht ihn, ne? Ich möchte mal was testen. Kaboom! Jetzt mal angenommen, ich stelle mich mal mit Sam hier hin und schieße einfach mal. Ich will einfach mal gucken, ob die da drüben das mitkriegen. Spielen wir es hart! Oh, da kommt tatsächlich einer angelaufen. Heiße Sache das. Das tat weh. Was für ein Job. Das wird böse enden. Das spare ich mir mal noch auf. Man kann noch weiter rauszoomen.
Das wird böse enden. Kaboom! Ja, genau, ich habe das andere Tool noch nicht gesaved. Nee, aber dann mache ich das doch so. Dann versuche ich den Typen mit Kate anzulocken. Wie in alten Zeiten. Neues Spiel, neues Glück. Jetzt komm ich. Ich wittere Ärger. Was für ein Job. Immer diese Warterei. Der sieht mich hier gar nicht, ne? Wenn ich mich jetzt hinlege und hier hingehe, weil ich will ihn halt in diese Ecke locken, ne? Dass er den nicht sieht. Huh? Wer rastet jetzt aus? Okay. Der läuft zwischendrin. Genau, der sieht es nicht. Das ist perfekt. Dann schaue ich mal. Genug getrödelt. Alles oder nichts. Oh, Gott sei Dank. Jetzt wird wieder grün. Dem Sieger den Jack. Gott, Alter, der... So ein Arschloch. Fett, Vosje. Nicht mal herkommen. Ja, ja. Oh, ich hätte ihn fast gehabt. Der rastet aber schnell aus. Muss ich aufpassen. Rien ne va plus. Dem Sieger den Jackpot. Leichtes Spiel. Was ist denn mit dem da? Na dann mal los. Was? Auch mit dir? Scheiße. Ich hab genau reingeschaut. Ach komm. Getrödelt. Herz Dame gewinnt. Dem Sieger den Jackpot. Hm? Ich kenne dich.
Vorwärts. Auf geht's. Na, mal sehen. Neues Spiel, neues Glück. Zur Sache jetzt. Na, mal sehen. Jetzt komm ich. Heiße Sache das. Tja, und jetzt? Ja. Die Zeit drängt. Okay, ich würde sagen, 3 Heilungen haben wir. Das wird böse enden. Wollen wir spielen? Bisher bin ich damit eigentlich immer gut klargekommen. Alles klar. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Was sind das viele Gegner, Alter? Ja, und jetzt? Da haben sie uns dann wieder. Da haben sie uns mal wieder richtig zugeschissen. Vor allem hier unten ist auch einer, ne? Irgendwo rasten sie wieder vollkommen aus gerade. Der hockt irgendwie da drinnen. Das ist auch geil. Oh. Scheiße. Hätte ich jetzt gespeichert? Na, mal sehen. Wie der mich halt sofort mit einem Schuss gekillt hat, ne? Also das war jetzt auch ein bisschen... Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Okay. Jetzt komm ich. Neues Spiel, neues Glück. Der Typ, der da drin hockt, ist auch nice, oder? Beeilung. Und los. Kleinigkeit. Angekommen. Den hätten sie nicht gleich wegmachen können hier. Na, der hätte nicht gleich kommen können, meine ich. Okay, das speichere ich mal kurz. Da kommt der nächste, Alter. Ja, kommt alle her. Kommt doch bitte. Lauft alle nacheinander am besten in diesen Tötungstrichter. Muss aufpassen, dass nicht einer hier von hinten kommt quasi. So, schauen wir mal, ob wir mal auf Entsorgungstour gehen können. Ja, die Entsorgung führe ich dann in der Pause durch, liebe Freunde. Dann hoffe ich, es hat euch wieder Spaß gemacht. So gefühlt ein Drittel der Schlucht haben wir schon ausgeräumt. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Let's Play Desperados. Bis dahin, ciao, macht's gut, Freunde. Okay.